Also heute haben wir einen Geländefahrkurs für eine Firma aus Winterthur. Der Inhalt des Kurs ist eine Art Fahren auf schwierigem Gelände, oder? Grundsätzlich kann jeder kommen, der keine Angst davor hat, dass er dreckig werden kann. Es braucht keine speziellen Voraussetzungen, er kann ein Fahrzeug von uns haben. Wenn er ein eigenes geländegängiges Fahrzeug hat, dann darf er gerne mit dem kommen. Wir werden ihn mit Freude willkommen heißen. Einfach waschen muss er es selber. Im Lastwagen fahren wir hier gerade rein, schön fein, kleinen Gang rein und dann ganz gediegen. Hebe, oder? Wir müssen schauen, wo wir Draht herstellen. Mit ein bisschen mehr Schwung, oder? Am Anfang langsam, im nächsten Gang. Ihr werdet schon das Rutschen kommen, oder? Ja. Wenn es euch schnell geht, dann tünt bremsen. Fein bremsen, so dass das Draht zwar verzögert, aber das Draht immer noch drehen. Hähne drauf, jetzt geht es halt bergauf, nicht bergab, oder? Ich fühle mich jetzt aber schon hart. So. Wie findest du es so bis jetzt? Keine Zeit. Ja. Ich würde es jedem empfehlen, ja. Es macht sehr Spass, mal das mal sehen, wie es im Gelände ist, wie sich das Auto verhält und einfach zu mal ein bisschen dreckeln. Mal so ein Gefühl, wenn man wirklich neben draußen kommt, wie es dann ist. Das war super von dem her.